Herzlich willkommen zur Gesprächsreihe Drei kluge Köpfe. Dass vermeintlich trockene Juristen Schriftsteller werden, kommt gar nicht so selten vor. Da gibt es eine lange Tradition von Cicero über Goethe bis zu Bernhard Schlink zum Beispiel. Auch unser heutiger Gast ist Juristin und sie hat ein wundervolles Buch geschrieben mit dem Titel Die Enkelin. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Hanna Cebina. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Cebina, Sie sind gebürtige Frankfurterin, Jahrgang 1981. Sie besuchten hier einen jüdischen Kindergarten, den jüdischen Kindergarten und machten Abitur. Sie haben dann eine Weile in Düsseldorf gelebt. Wie war das und haben Sie Frankfurt vermisst? Ja, ich kann sagen, ich habe Frankfurt sehr vermisst, jeden Tag in Düsseldorf. Aber ich war auch gar nicht so lange da. Ich war gemeinsam mit meinem Freund 1,5 Jahre da und habe das gesamte Studium also noch in Frankfurt genießen dürfen. Und genau dann. Und was an Frankfurt hat Ihnen gefehlt? Gefehlt das Multikulturelle, der gute Standort als Arbeitgeber, ist irgendwie doch der Flughafen, die FAZ. es gefällt mir ganz einfach gut. Ich kenne die Ecken, seitdem ich geboren bin. Wobei die Düsseldorfer ja eigentlich auch ein aufgeschlossenes Volk sind, oder? Ja, sind sie, definitiv. Es ist auch, glaube ich, gar nicht so sehr eine Kritik an Düsseldorf wie eine Liebeserklärung an Frankfurt. Also auch, es bedeutet mir auch viel, in meine Gemeinde in Frankfurt zu gehen, obwohl ich da in Düsseldorf herzlich willkommen war in der jüdischen Welt. Aber man kennt hier einfach seine Institutionen und fühlt sich hier wohl. Ein Zitat von Ihnen lautet, bei uns zu Hause stand immer außer Frage, dass ich entweder Medizin, BWL oder Jura studiere. Ja. Warum war das so? Ich glaube, ganz wichtig war, dass man für meine Eltern, dass man etwas Handfestes erlernt, wo man sich nicht der Gefahr ausliefert, vielleicht brotlos irgendwann dazustehen. Bestimmt auch wegen den Hintergrunderfahrungen. Ja. Sie haben großen Erfolg mit Ihrem Buch, über das wir gleich noch sprechen werden. Wo sehen Sie Ihre berufliche Zukunft? Mehr als Juristin oder mehr als Schriftstellerin? Im besten Fall beides. Also wenn ich es schaffe zu kombinieren, dann ist mir, glaube ich, schon ein großer Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Aber ich denke, als Schriftstellerin kann man nicht ausschließlich, also davon kann man nicht ausschließlich leben. Aber es wäre schön, sich hochzuarbeiten und es neben der Juristerei zumindest erhalten zu dürfen. Im Mittelpunkt Ihres Buches, Die Enkelin, steht Ihr Großvater, der Auschwitz überlebt hat, dann nirgends eine richtige Heimat findet. Er pendelt zwischen Deutschland und Israel hin und her. Sagt, Israel sei nur zum Wäschetrocknen gut, lässt sich Nivea-Creme und Kaffee, glaube ich, nachschicken. Sie haben dieses Buch geschrieben, nachdem Sie einen Dokumentarfilm gesehen hatten. Worum ging es in diesem Film? In dem Film war es so, dass eigentlich eine Kamera auf ein überlebendes Pärchen gerichtet worden war. Das war ein Pärchen, das in den 60ern in Israel gelebt hat und Auschwitz auch überlebt hat. Und man hat eigentlich nur gesehen, wie dieses Paar das Leben auf das Essentielle reduziert hat. Also Essen war sehr vordergründig. Sie haben sich ständig absichern müssen, ob die Türen verschlossen waren. Also sehr angstgeprägt. Wenn der Mann einkaufen ging auf dem Markt, hat die Frau ihm hinterhergerufen, aber geh nicht in der Mitte auf der Gasse, geh an der Seite, sodass du ausweichen kannst, wenn was passiert. All diese Ängste kannte ich von meinen Großeltern, vor allem das Abschließen der Türen. Was kannten Sie noch? Die haben häufig die Türen hinter sich zugemacht? Ja, immer die Versicherung, dass wirklich alles zu ist. Ja. Und die Abschiedsszenen bei den Kindern, auch wenn wir nicht lange uns verabschiedet haben von meinen Großeltern bis zum nächsten Urlaub oder auch nur wöchentlich. Das war immer ein großer Abschiedsschmerz. Als wenn es das letzte Mal sein könnte. Ja, genau. Zum besseren Verständnis für unsere Zuschauer, die Ihr Buch Die Enkelin nicht gelesen haben, noch nicht gelesen haben, können Sie einmal die Familienmitglieder schildern, mit denen Sie groß wurden? Die einzelnen Personen. Und auf welche Weise jeder Einzelne vom Holocaust betroffen war? Also fange ich mit meinem Opa an.
der mich sehr früh geprägt hat, weil, also zum Beispiel hat er mich immer zum Kindergarten gebracht oder abgeholt, und wenn man einen Mensch im Alltag erlebt, dann ist man wahrscheinlich, muss man gar nicht ein besonderer Beobachter sein, um zu merken, dass jemand etwas in sich trägt, was andere Menschen, die vielleicht in einer gesunden, normalen, friedlichen Umwelt leben dürften, nicht so, also wo das nicht offenbar wird. Zum Beispiel, es ist schwer zu sagen, wie er insgesamt davon geprägt worden war, weil er so ein, man kann ihn nicht einordnen, und davor scheue ich mich auch immer wieder, ihn so zu labeln und zu sagen, er war so oder so, mhm. weil er war eben... Aber woran merkt das Kind, die kleine Hanna, ja. dass der Opa ein anderer ist als so die anderen Leute? Also einmal dabei, dass er sich sehr, sehr schwer getan hat, sich von mir zu verabschieden. Also dass da war überhaupt kein Vertrauen in die Welt, dass die Welt in 10 Minuten noch so ist, wie sie eben war. Was man als Kind nicht begreift, weil man denkt, ich sehe dich doch gleich wieder oder wir essen gleich zu Hause. Und diese Emotion, diese Aufruhr und auch dieser, das war fast schon Aggression, wenn er sich verabschieden musste. Ja? Oder wenn ich rausgegangen bin zu Freunden auf dem Hof spielen wollte oder so. Er nicht. Das wollte er unbedingt ja. unterbinden. Er hat immer in Frage gestellt, muss das sein? Also die Notwendigkeit, rauszugehen. Mhm. Du hast doch hier alles. Und wenn, dann die Freunde lieber zu Hause, aber musste auch nicht sein. Am liebsten reduziert auf den engsten Familienkreis. Oder eben von Familien, die eben Ähnliches erlebt haben, da war dann das Vertrauen auch da, diese Menschen willkommen zu heißen oder in den engen Kreis rein zu lassen. Dann ist da die Oma, die Frau des Großvaters. Richtig. Die Oma, soll ich sagen, bei der Oma kommt noch eine andere Erfahrung dazu, weil meine Oma sehr früh an Alzheimer erkrankt ist, sodass ich mich kaum noch erinnern kann, wie sie ohne die Krankheit war, ganz selten. Also das war Essen, Essen, Essen für die Kinder, also immer mit einer Tüte dabei und das ständige Angebot, willst du nicht noch was essen, weil das auch irgendwie für die schwierigen Zeiten, wenn jetzt irgendwie der Hunger wieder kommt, dass man ein bisschen was, also sie hat immer gesagt, du siehst gut aus, wenn du kräftig genährt bist. Ja, das ist dann war sie beruhigt. Und in der Krankheit war dann schnell auffällig, fand ich, dass sie hat zum Beispiel immer mit ihren Händen irgendwie so getan, als würde sie was waschen oder so mit einem Geschirrtrockentuch. Und später habe ich dann erfahren, dass sie in einer Rüstungsfabrik lange putzen musste und die Kugeln für die Soldaten eben laden musste, die Maschinengewehre oder die, also ich weiß nicht, welche Pistolen es waren. Und diese Bewegung, das ist ihr in Fleisch und Blut übergegangen, diese Bewegung mit den Händen, sie musste die, also das war ganz kopflos, das war eben tief drin und da konnte ich das KZ irgendwie ablesen, was das mit einem Menschen macht, wenn das Gehirn weg ist, aber der Körper noch funktioniert. Mhm. Und das war... In ihrer Kindheit gab es aber auch viele Abwesende, die nicht da waren, weil man sie umgebracht hatte. Wie wurde über diese Abwesenden gesprochen? Wie haben Sie sie wahrgenommen als Kind? Ich habe sie wahrgenommen, indem sie da waren, obwohl sie nicht da waren. Und das ist schwierig an einem Beispiel festzumachen, aber zum Beispiel, wenn irgendjemand in der Familie was erreicht hat, dann konnte es meinem Opa mal rausrutschen, dass er gesagt hat, mein Sohn, wenn er leben würde, wäre heute schon Doktor oder hätte das und das schon erreicht. Also da war, glaube ich, immer auch der Drang, also ich glaube, mein Opa wollte uns nicht herabwürdigen, sondern das tote Kind in Ehren halten und heraufstellen und eben dieses Podest, das war so unantastbar, dieses Kind. Die Kinder, also darüber wurde gar nicht so gesprochen, zwar immer so in einzelnen Szenen dann ganz präsent, dieses Bild. Und wenn er darüber gesprochen hat, da war gar kein Raum, um nachzufragen, weil das dann so intensiv kam, dass man wusste, jetzt ist besser, ihn in Ruhe zu lassen. In einer der vielen eindrucksvollen Szenen in Ihrem Buch beschreiben Sie, wie Ihr Opa
nach dem Hund tritt, den sie haben. Weil er es ja, warum? Weil er es nicht erträgt, sie unbeschwert mit ihrem Hund, Hündchen, aufwachsen zu sehen, während sein eigener Hund umkam? Ja, vor allem sein eigener Sohn. Ja. Ja, also, ja, das ist interessant, diese Szene werde ich immer wieder gefragt, weil das so wahrscheinlich gerade offenlegt, dass man etwas Unschuldiges zerstört. Mhm. Und ich glaube, die Menschen, die so viel Hass, Zerstörung und Hetze an sich oder auf sich nehmen mussten, dass ein Teil davon auch vielleicht übergegangen ist in meinen Opa und der Hund dann das Ventil war. Mhm. Ich meine, mich hätte er nie geschlagen, aber dieses quirlige Hündchen, dem konnte er dann so eins mitgeben. Ja, das war ganz unkontrolliert irgendwie. Ihr Großvater ist neben Ihnen als der Ich-Erzählerin die Hauptfigur Ihres Buches. Können Sie ihn mal so beschreiben, dass wir, die wir ihn nicht kannten, ihn vor Augen haben? Also ich fand, er sah unheimlich gut aus. War seine Mischung zwischen, weiß nicht, der Pate und irgendeinem jetzt berühmten italienischen Schauspieler vielleicht. Also er hatte sowas sehr Authentisches, sehr Lebendiges und vielleicht, weil er war sehr nah bei sich. Er hat eigentlich nicht wirklich darauf geachtet, was andere Menschen auf seine Meinung geben oder über ihn denken. Er hat nach seinen eigenen Idealen und Werten gelebt. Und ich glaube, das bewundere ich sehr, dass diese Unabhängigkeit in einem Menschen. Mhm. Sie sind eine kritische junge Frau, Sie hören sehr genau hin. Und einmal sagt ein Bekannter von Ihnen, ich zitiere, aber Frankfurt hat die Juden auch immer gut behandelt, oder? Und sie stören sich daran. Das ist ja ein Satz, den viele so sagen könnten. Sagen Sie uns, was Sie daran stört. Weil behandeln für mich eine voraussetzt, dass, also behandeln denke ich, als erstes an ein Arzt- und Patientenverhältnis, wo einer in einem Wissensvorsprung ist oder zumindest auf einer höheren Stufe steht und sich rausnehmen kann, mich behandeln zu dürfen. Ich habe mich aber gar nicht in die Behandlung begeben. Ich habe gar nicht erlaubt, dass man mich behandeln darf. Und diese Denke vom Dritten Reich, das finde ich, steckt da schon noch drin. Und deswegen bin ich, glaube ich, darauf so allergisch. Mir würde nicht in den Sinn kommen, dass ich sage, dass ich irgendeinen Mitmenschen so oder so behandle. Ich begegne ihm. Bei welchen anderen Begriffen oder Argumenten werden Sie hellhörig, die vielleicht gedankenlos aus Nichtwissen dahergesagt werden? Mhm. Wiedergutmachung zum Beispiel, wo es doch nichts wiedergut zu machen gibt. Das ist ja wahrscheinlich ein gut gemeinter Begriff. Ja. Gibt es solche Situationen, solche Argumente, solche Redefiguren? Ja, viele. Und ich kann mich dann selber nicht leiden manchmal, weil ich denke, es ist einfach in der deutschen Sprache drin. Und manchmal gibt es gar kein vielleicht adäquates Wort. Aber ich finde dann immer doch ein adäquates Wort. Mhm. Zum Beispiel Aktenvernichtung. Also, dass man über Papier, also das Vernichten im Papier in Behörden zum Beispiel, ja, Akte wird vernichtet, da geht mir, also da werde ich ganz nervös, wenn ich das höre. Oder viele Freunde sagen, anstatt spazieren, wir sind dahin marschiert. Und das ist auch etwas, wieso marschiere ich bei einem freiwilligen Spaziergang in einer friedlichen Umgebung, warum muss ich da marschieren? Aber vielleicht ist es auch Einbildung, dass ich denke, da ist noch was übrig von einer Sprache. Schließlich leben ja noch die Nachkommen der Täter des Dritten Reichs. Also insofern gar nicht verwunderlich, wenn da noch Elemente drinstecken. Ja, das Marschieren, das haben schon die alten Preußen gemacht. Also es ist jetzt kein spezifisch nationalsozialistisch besetzter Begriff. Ja. Dann bin ich wahrscheinlich antikriegsgesteuert. Ja, ja. Da ist ihr gutes Recht, sich an Dingen zu stören, die sie störend finden. Ja. Ja, es gibt ja das Wörterbuch des Unmenschen. Vielleicht wäre es ganz nützlich, das jungen Leuten, die das eben nicht mehr wissen, mal wieder vorzulegen. Wie reagieren Sie dann? Sprechen Sie Ihr jeweiliges Gegenüber darauf an? In der Situation zum Beispiel mit dem Behandeln konnte ich es noch nicht aussprechen. Da musste ich es niederschreiben. Aber ich versuche immer mutiger zu werden, das direkt in der Situation dann
schlagkräftig darlegen zu können. Ich übe mich darin. Ja. Frau Cemina, Sie sind eine Vertreterin der dritten Generation nach der Shoah. Ist das eine Zuschreibung von außen, die Sie akzeptieren? Oder sagen Sie, diese Bürde ist mir zu groß, ich will nicht Vertreterin sein, ich bin ein Individuum, ich bin Hana Cemina? Wie beschäftigen Sie sich mit dieser Frage? Ich habe sie nicht so nah an mich rangelassen, wahrscheinlich deswegen, weil es schwer ist, sie zu beantworten, weil ich möchte mir nicht rausnehmen, für eine ganze Generation zu sprechen, weil ich allein im Freundeskreis merke, wo die Großeltern auch KZ-Überlebende waren, dass es natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen, Denkstrukturen, Umgangsarten mit verschiedenen Situationen gibt. Also es gibt Unterschiede, deswegen würde ich mich nicht als Repräsentantin oder so begreifen. Aber was es gibt, ist, die Verfolgung bringt uns alle zwangsläufig auf einen Nenner. Also egal wie unterschiedlich wir sind, das Leben unserer Großeltern hat mit dieser Hölle angefangen und das bringt Gemeinsamkeiten mit sich, ob man sich dagegen wehrt oder nicht. In meinen Augen sind die vorhanden. Und insofern kann ich mit diesem Begriff der dritten Generation leben. Mhm. Frau Cemina, Sie sind ja keine gelernte Autorin, Sie sind Juristin. War Bücherschreiben schon immer ein Traum von Ihnen? Oder mussten die Erfahrungen, die Sie da beschreiben in dem Buch Die Enkelin, einfach heraus? Wollten Sie die einfach zu Papier bringen? Beides. Also es war ein unglaublicher Drang, fast schon eine Obsession, bis ich das Buch dann in den Händen hatte. Also ich musste diese Gedanken verkörperlicht sehen, weil sie dann für mich Wirklichkeit wurden und aus mir heraus in eine feste Form gebracht worden sind. Das musste irgendwie sein, dieser Schritt. Aber ich habe schon immer Tagebuch geschrieben, ich habe immer Kurzgeschichten geschrieben. Also ich bin, oder wenn ich mit jemandem im Clinch bin, dann regle ich das meistens eher schriftlich. Ja, für Juristen ja auch eine gute Voraussetzung. Dieter Graumann, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat Ihr Buch auch gelesen, und zwar als Protestschrei gegen Ihre eigene Holocaust-Traumatisierung. Er sagt, ein Schlüsselsatz sei der, in dem Sie schreiben, ich bin es müde, alles aus der Holocaust-Perspektive zu sehen, ich will weitergehen. Er hat Ihr Buch so empfunden, dass Sie sich das von der Seele schreiben. Stimmen Sie zu? Also es war auf jeden Fall ein von der Seele schreiben und es war auch, um weitergehen zu können. Also es war. Hat es Ihnen geholfen, das Buch zu schreiben? Ja, sehr. Ja. Sehr, unbedingt. In dem Sinne, wie schon Goethe schreibt, alle meine Schriften sind Confessiones, indem ich es bekenne, geht es mir gleichsam besser. Also es wird nicht, also es, der Holocaust in meiner Familie oder die Gefühle des Traumas, das wird alles nicht kleiner durch das Buch, aber es wird irgendwie ausgesprochen, man kann darüber reden, man kann sich verständigen. Auch dass ich mit Dieter Graumann darüber gesprochen habe, es war mir immer klar, dass das uns verbindet, aber dass er mich in der Art und Weise versteht, unterstützt und das nachempfinden kann, das hat mir so viel bedeutet, weil ich auch dachte, dass unsere Generation viel trennt und aber eben, das war mir wichtig, auch mit so jemandem in Dialog zu kommen. Ja. Gestatten Sie uns einen Blick in Ihre Schriftstellerwerkstatt. Haben Sie Schreibrituale? Nehmen Sie sich, oder haben Sie sich für jeden Tag ein bestimmtes Pensum vorgenommen? Oder haben Sie auch schon mal eine Nacht durchgeschrieben? Die ganze Struktur ist für Jura reserviert. Also es war überhaupt keine Disziplin dabei, nur purer Drang. Also ich habe nachts meistens, ich bin wirklich aufgewacht und musste schreiben, bin zurückverfallen ins Rauchen, was ich lange nicht gemacht habe, also ich rauche jetzt nicht mehr, aber und saß da mit dem Laptop und musste es einfach aufschreiben, so wie es war. Ich hatte danach auch keine Lust, groß viel daran zu arbeiten. Also es war für mich so, wie ich es in dem Moment empfunden habe und schreiben musste. Sie haben etliche Lesungen gemacht. Welchen Reaktionen sind Sie dabei begegnet? Viel Stille, viel Erschlagenheit und
viel Verwunderung darüber, dass eine Enkelin immer noch so intensiv empfindet, aber auch vielen Gleichgesinnten, die gesagt haben, ich hätte nie gedacht, dass es bei dir zu Hause genauso ablief wie bei uns. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Phänomen meiner Familie. Also viel Verständnis auch und auch Erleichterung, dass das ein, ja, etwas Kollektives ist und kein Einzelfall war. Planen Sie ein nächstes Buch? Ich kann mich nicht entscheiden, weil die Aussage darin ist für mich so fast, heilig ist ein komisches Wort, aber ich hatte da was zu sagen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und kein anderes Buch wird mehr so wichtig sein. Also ich schreibe sehr gerne und eigentlich will ich auch weiter Bücher schreiben, aber ich muss das, glaube ich, gedanklich noch trennen, dass nicht jedes Buch so sein kann wie das erste. Auch, dass man so unüberlegt, ich habe das genossen, dass ich unüberlegt zu einem Ergebnis, zu einem Resultat gekommen bin. Und alles, was ich jetzt anfange zu schreiben, mache ich mit einer Struktur. Und das, finde ich, widerspricht so ein bisschen der Kunst des Schreibens. Sie machen in Ihrem Buch eine Unterscheidung, für die Ignaz Bubis Sie gescholten hätte. Sie schreiben immer von Juden und von Deutschen. Ja. Während Ignaz Bubis Wert auf die Feststellung legte, er sei ein deutscher Jude. Ja, kann ich gut nachvollziehen, warum er darauf großen Wert gelegt hat. Und finde ich ein wichtiges Anliegen und auch ein schönes Zusammenkommen oder Wiederfinden von Juden und Deutschen. Aber es gibt für mich keine anderen Begrifflichkeiten, die die Rollen so verteilen, wie sie im Dritten Reich waren und wie ich bestimmte Emotionen heute noch empfinde. Also mir ist kein anderer Begriff eingefallen. Sie haben eine Weile in Amerika verbracht. Was haben Sie dort auf die Frage gesagt, woher Sie kommen? Haben Sie gesagt, I'm German? Oder? Ja, also ja. Ich habe immer gesagt, ich bin aus Deutschland, aber auch immer. Also meistens muss man in New York gar nicht den New Yorkern sagen, dass man jüdisch ist, weil man irgendwie, es gibt so viele und dann man erahnt es dann oft schon, aber ich stehe dazu, dass ich Deutsche bin. Ich habe Deutschland ja auch sehr gern. Frankfurt ist eine Stadt, und Sie sind Frankfurterin, wir haben es gehört, Frankfurt ist eine Stadt, in der viele große Kontroversen auch stattgefunden haben, um das Fassbinderstück, die Walser-Bubis-Debatte. Haben Sie und Ihre Generation daran Anteil genommen? Beschäftigt Sie das? Das war noch mehr so in der Zeit meiner Eltern, also da war ich noch, glaube ich, zu klein, um aktiv damit zu machen, aber ich habe es immer, also ich habe es miterlebt, meine Eltern sind auf die Straße gegangen beim Fassbinder-Stück und es hat mich immer begleitet, diese Kontroversen. Sie gehören der dritten Generation von Juden an, die nach der Shoah in Deutschland lebt. Was bedeutet für Sie jüdische Identität und was bedeutet für Sie jüdischer Glaube, jüdische Religion? Also die jüdische jüdische Identität ist, das bin ich einfach. Ist es wichtig für Sie, dass hier in Frankfurt viele andere Juden leben oder relativ viele? Ja, absolut. Also es wäre mir sehr schwer, in eine Stadt zu ziehen, wo es weniger Juden als in Frankfurt gibt zum Beispiel. Also ich brauche jüdisches Leben um mich herum, um mich gut zu fühlen. Das heißt gar nicht, dass ich unbedingt jeden Freitag in der Synagoge bin. Oder ja, das wollte ich fragen. Wie praktizieren Sie Ihren Glauben? Also ich würde sagen, ich glaube, ich nehme mehr an kulturellen Veranstaltungen teil, als dass ich den Glauben praktiziere. Aber ich bin traditionell, was sich daran festmacht, dass ich halt Schabbat feiere, zu den hohen Feiertagen in die Synagoge gehe, es mit der Familie begehe. Aber ich würde mich nicht als streng gläubig bezeichnen. Sind Sie sozusagen, gehören Sie zu den sogenannten Drei-Tage-Juden, die zu hohen Feiertagen, Rosh Hashanah, Yom Kippur sozusagen, diese Feste begehen und feiern, aber sonst
kein ausgeprägt religiöses Leben führen. Unser Pfarrer spricht immer von den U-Boot-Christen. Er sagt, die sieht man das ganze Jahr nicht und an Weihnachten, Ostern tauchen sie auf und verschwinden wieder. Das habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Also ich bin nicht Dreitagesjüdin, sondern eine Ganzjahresjüdin oder das ganze Leben eine Jüdin. Aber es gibt Phasen, wo ich, also ich spreche gerne mit Rabbinern oder Gelehrten, wenn ich vor großen Entscheidungen stehe. Ich fahre auch, wenn was Wichtiges ansteht oder wenn ich in meinem Leben was klären muss, gerne zur Klagemauer in Jerusalem, weil ich da etwas fühle. Und es gibt viele spirituelle Dinge, denen ich nachgehe, was wahrscheinlich ein nicht gläubiger Mensch vielleicht, ich mag das nicht, diese. Es macht wirklich jeder, wie er möchte, aber ich halte einige der Gebote ein, aber bestimmt nicht alle. Naja, das gilt für uns wahrscheinlich auch. Ne? bedeutet Ihnen Israel etwas und wenn ja, was? Israel bedeutet definitiv ganz, ganz viel für mich. Und das bedeutet vor allem ein Recht auf Einwanderung zu jeder Zeit. Also das jedem Juden weltweit zur Verfügung steht. Richtig, genau. Das ist sehr wichtig, denke ich, immer noch für das Bewusstsein eines jeden Juden auf der ganzen Welt, dass man im Falle einer Gefahr auswandern kann. So ist wie ein sicherer Hafen sozusagen. Ja. Eine letzte Rückversicherung, ja, die aber realistisch betrachtet für Sie relativ unwahrscheinlich wäre, oder? Mittlerweile, dadurch, dass meine Partnerwahl fest ist und meine Familie in Deutschland ist. Aber Sie haben es auch schon dran gedacht, ja, nach Israel? Ja, oft. Es begleitet mich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht dort lebe. Und weil es jetzt eben die Möglichkeit gibt, aber es ist ein sehr schwieriges Land und ich gönne mir meiner Familie ein paar Jahre Ruhe und keine Stimmung auf den Koffern, aber das Land ist mir wichtig, ich unterstütze es und ja. Wie haben Sie die Diskussion über das Grass-Gedicht erlebt? Also berechtigt natürlich. Die Empörung über, das Gedicht. Genau, die Empörung berechtigt. Ich finde diese Achse immer schwierig. Ich weiß gar nicht, wie der genaue Wortlaut jetzt war, was er nochmal über Israel, jetzt ist es doch eine Weile schon her, gesagt hat. Was gesagt werden muss. Also die Wortwahl, die fand ich extrem anmaßend und extrem anmaßend von einer Person wie ihm. Und da ist halt immer diese Frage Israel-Kritik und Antisemitismus und diese ganze alte Diskussion, die war mir so ein bisschen zuwider, weil es für mich die... Ja. Frau Cimbina, wenn ich das Signal der Kamerafrau richtig deute, ist unsere Zeit schon rum. Zum Schluss halte ich nochmal aus Gründen der Werbung dieses Dankeschön. Buch in die Kamera. Ich kann es wirklich empfehlen, ich habe es in einem durchgelesen. Und wir bedanken uns bei Ihnen, Frau Cimbina. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen.
Richtig. Such, weist der Zöllner die 5 Jahre alte Hündin Fee an. Und das tut sie auch mit Vergnügen und wird fündig. Doch was für sie Spiel und Spaß ist, ist für die Zöllner eine ernste Angelegenheit. Zwar sind die Beamten gut geschult, die Spürnase erschnüffelt Schmuggelware aber auch in den raffiniertesten Verstecken. Und das ist auch nötig, denn die Schmuggler werden immer einfallsreicher. Auf seiner Jahrespressekonferenz zeigt der Zoll Frankfurt, welche Aufgriffe er im Jahr 2013 gemacht hat. Und da sind auch einige Raritäten mit dabei. 526 Verstöße gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen stellte der Zoll im vergangenen Jahr fest. Zwar sank die Zahl damit leicht gegenüber 538 Aufgriffen im Vorjahr. Insgesamt wurden 526 Verstöße gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen stellte der Zoll im vergangenen Jahr fest. Zwar sank die Zahl damit leicht gegenüber 538 Aufgriffen im Vorjahr. Insgesamt wurden 2013 aber deutlich mehr Einzelexemplare sichergestellt. Neben dem Schmuggel lebender und toter Tiere ist auch ein Anstieg der Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz zu verzeichnen. Im vergangenen Jahr wurden 963 Kilogramm Rauschgift mit einem geschätzten Schwarzmarktwert. Im vergangenen Jahr wurden 963 Kilogramm Rauschgift. Im vergangenen Jahr wurden 963 Kilogramm Rauschgift mit einem geschätzten Schwarzmarktwert von 22 Millionen Euro konfisziert. Lediglich bei weichen Drogen wie Haschisch oder Marihuana konnte ein Rückgang verzeichnet werden. Die Hörner eines afrikanischen Nashorns, 2 präparierte Tejus und eine große Menge Marihuana zählen sicherlich zu den spektakulärsten Funden aus dem Jahr 2013. Um den Wert geht es dem Zoll aber gar nicht. Und deshalb müssen die Zöllner auch immer die Augen offen halten. Denn selbst in der harmlosesten Puppe können gefährliche Drogen versteckt sein. Tada! Gefährlich, weißt du, so fass sie bloß nicht an.
Umstrittene Position. Der DGB Hessen-Thüringen fordert ein konsequentes Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen in der Zeit von 22 bis 6 Uhr. Der Deutsche Gewerkschaftsbund habe diese Position zum Flughafenausbau und Lärmschutz bereits im Januar bei einer Sitzung des Bezirksvorstands beschlossen, wie die Frankfurter Rundschau berichtet. Dabei kritisieren die 8 Vorsitzenden der DGB-Einzelgewerkschaften die Lärmschutzpläne der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden als unzureichend. Außerdem fordert der DGB die Deckelung der Flugbewegungen auf maximal 400.000 im Jahr. Sei dies nicht gewährleistet, sei das neue Terminal abzulehnen. Zum Schutz der Anrainer plädieren die Gewerkschafter darauf, großen Flugzeugen die Nutzung der Bahnen zumindest so lange zu verbieten, bis Fraport die Sicherung sämtlicher Dächer finanziert habe. Test, test, test. Der Regenbogenschlüssel. Er geht gleich an zwei Frankfurter Einrichtungen. Das Konzept dieses Zertifikats, die Mitarbeiter der Pflegeheime sind sensibilisiert. Der Regenbogenschlüssel. Er geht gleich an zwei Frankfurter Einrichtungen. Das Konzept dieses Zertifikats, die Mitarbeiter der Pflegeheime sind sensibilisiert für die Probleme und Anliegen ihrer homosexuellen Bewohner. Ein wichtiger Aspekt, gerade vor dem Hintergrund, dass viele ältere Menschen noch die Erfahrung machen mussten, dass Homosexualität unter Strafe gestellt war. Diskriminierungserfahrungen waren früher an der Tagesordnung. Umso wichtiger für sie, einen Raum zu schaffen, in dem sie ermutigt werden, sich so geben zu können, wie sie sind. Und das ist leider noch immer nicht so selbstverständlich, wie man meinen sollte. Der Regenbogenschlüssel setzt auf Sensibilisierung, doch es geht nicht nur darum, zu informieren. Der Regenbogenschlüssel setzt auf Sensibilisierung, doch es geht nicht nur darum, zu informieren. Es soll auch bewusst ein Zeichen gesetzt werden, um eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. In diesem Zusammenhang geht es nicht nur um intime Bereiche wie die Pflege. Sondern auch um alltägliche Dinge des Lebens. Davon weiß auch Georg Linde zu berichten, der sich in der Gruppe 40 Plus engagiert. Die Interessensgemeinschaft älterer schwuler Männer existiert seit Mitte der 90er Jahre. Es hat sich gezeigt, dass die Zertifizierung insgesamt jedem Bewohner und jeder Bewohnerin der Pflegeheime zugutekommt. So ist zum Beispiel für alle von Vorteil, dass es nun eine externe Vertrauensperson gibt, an die sich mit Problemen und Beschwerden gewendet werden kann.